So oder so dabei, Amnesia, a Mashing for Picks. Wir sind tiefer in die dunkle Maschine gegangen und ja, unsere Kinder sind auch auf jeden Fall hier lang gekommen. Klingt aber auf jeden Fall ein bisschen, ich weiß nicht, herrscherisch. Holy shit, da ist er wieder mit seinen verdammten Blinkeschuhen. Komm aus dem Wasser raus, Junge, das kann doch nicht gesund sein. Mit seinen Kinderblinkeschuhen, die ihm irgendwie vier Größen zu klein sind. Nein, ich trag die noch. Von mir aus. Trag die bei unserem Kanalausflug. Mal gucken, was wir zu sehen bekommen. Die Kinder haben nämlich plötzlich einen ganz, ganz komischen Umschwung in der Stimme gehabt, sage ich jetzt mal. Oh, okay. Rosenduft, Motherfuckers. Rosenduft, so sieht es nämlich aus. Man muss sagen, man merkt einfach, jetzt mittlerweile, man merkt es einfach, dass dieses Spiel von Chinese Room gemacht wurde. Sie erzählen einfach gerne Geschichten, wenn man das mal so sagen darf. Ist schön und gut. Ich weiß noch nicht, der Horrorfaktor war jetzt noch nicht so heftig bei dem Spiel. Sie geben sich Mühe, aber irgendwie zündet es bei mir zumindest noch nicht so wirklich 100%. Oh, komm schon! Nee, oder? Ey, bitte, bitte fangt nicht bei Amnesia mit einem Cheap Scare an, das einfach irgendwie eine Schweinemaske. Was zur Hölle? Habt ihr die an einem Faden gebunden und vor mir runterhängen? Ey, komm schon. Oh, Chinese Room. Was zur Hölle? Fangt nicht mit so einem Bullshit an, irgendwelche Masken vor mir aufpoppen zu lassen. Das kann ich gar nicht leiden. Das ist nämlich das Cheapste, was man einfach nur machen kann. Guck mal, und da wechseln sich die Bilder dann schnell. Vom einen aufs andere und das menschliche Auge kommt nicht damit klar und dann schreckt er zurück und das ist voll der Horror. Nein, Motherfucker, da habe ich schon in so unglaublich vielen Horrorspielen drüber gesprochen. Jumpscares sind nicht gruselig. Man erschreckt sich, weil plötzlich was anderes auf dem Bild ist, was man erwartet, das ist aber auch schon alles. Stopp, für ordnungsgemäßen Pumpenbetrieb müssen alle Räder korrekt platziert sein. Okay, danke für den Hinweis. Deswegen, ich hoffe mal, das ist hier gerade eine... ein Ausrutscher war auf der Seite von Chinese Room, also. Was zur Hölle? I don't know, ich hab's einfach mal gedreht. Dieses große Metallzäpfchen hat angefangen zu zischen und dann bin ich weggelaufen. wird schon klappen. In den Ofen kann ich nicht ran. Da geht auch nichts mehr. Ach, schau mal, Maske. Dass sie die Masken einfach irgendwo da hinlegen, wo ich schon mal war, das ist okay. Das ist Teil der Atmosphäre, in Anführungszeichen. Das ist in Ordnung. Aber das gerade eben. Was zur Hölle? Damit habe ich den Durchgang hier geöffnet. Vor allem, was ich irgendwie auch nicht so geil fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass es einfach kein Öl mehr gibt. Es macht für mich, es macht keinen Sinn. Warum sollte ich jemals ohne Licht rumlaufen, wenn das eh nie ausgeht? Warum sollte ich jemals ohne dieses Licht rumlaufen? Das war beim Nisha immer so die Sache. Fuck, ich muss ein bisschen sparen. Ansonsten ist meine Lampe ganz schnell aus. Das gibt es ja halt auch gar nicht mehr zum Beispiel. Was eben auch ein Teil von dem ist, warum es einfach nicht so wirklich diesen Punch hat wie der erste Teil, finde ich bisher. Ich lasse mich mal überraschen. Ich spiele es weiter und... am Ende kann ich dann meine Meinung abgeben. Ventile und Rohre. Noch eine Pumpe und wieder muss ich sie anwerfen. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass ich in einem großen Spiel gefangen bin für die versprochene Belohnung, meine geliebten Kinder endlose Herkules-Taten verrichten muss. Ich glaube, Herkules wäre froh gewesen, wenn er nur einen Schalter hätte umlegen müssen. Jetzt hör auf rumzubitschen und lauf da lang. Durch den Dampf. Okay, nicht durch den Dampf. Ich habe nämlich schon erwartet, dass irgendwas passiert mit diesem Dampf. Jupp, man sollte nicht durch den Dampf laufen. Das ist keine gute Idee. Oh! Okay. Okay. Dude, what? Dude, what? Die Leute mit ihren Blinkschuhen sind wieder am Start. Einfach nur nein. Einfach nur nein. Was zur Hölle? Genau sowas meine ich. Sowas fehlt einfach in diesem Spiel. Sowas müsste viel öfter drin sein. Total unvorhergesehene Sachen, die einfach nur passieren.
Ich meine, das Spiel sieht gut aus. Also man kann ihnen auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass sie dass es nicht mit Liebe zum Detail gemacht haben. Das definitiv nicht. Hauptpunktensteuerung. Vielleicht finden wir da, was wir brauchen. Wir müssen ja wieder eine Herkules-Tat diese Riesenpumpe anwerfen. Hebel. Wow. Big fucking deal. Irgendwie, keine Ahnung, die Fässer da ganz rechts unten oder was auch immer, das sind die Öfen. Sehen aus, als hätten sie fiese Ameisengesichter. So, ich verbrenne dein Zeug, ja, Motherfucker. Oh Gott. Fiese Ameisenöfen, die wir hier noch zu sehen bekommen. Kann ich auch nicht mitnehmen, natürlich nicht. Da. Ah. Tut was. Ah, schau mal. Haben wir nicht einen Hinweis bekommen? Haben wir nicht einen Hinweis bekommen vorhin an einem anderen Ding, dass erst alle Räder an der richtigen Stelle sein müssen, bevor es hier losgeht? Ist das noch nicht an der richtigen Stelle oder was hier los? Da fehlt noch eins. Okay. Da fehlt noch ein Rad. Wo zur Hölle finde ich dieses Rad? Ach so, haha. Direkt davor, wie wär's damit? So, jetzt sind alle Zahnräder an der richtigen Stelle, glaube ich. Also wirklich durchdacht ist dieses Sabotieren der ganzen Sachen nicht so wirklich. Ha, ich mach da dieses Rad raus und diesen Schalter lege ich auch noch um. Da wird er niemals drauf kommen. What? Sabotiert hier irgendwie ein Drittklässler die ganzen Dinger? Das würde einiges erklären. Dude, what? Ja, natürlich will ich da runter. Ist doch ganz klar. Au! Ah, damn it. Was zur Hölle? Stein? Ja, das mit dem Steine werfen war mir schon klar. Ist nur die Frage, was muss ich damit? Was muss ich damit denn? Ah, die Leiter. Okay, ich verstehe. Makes perfect sense. Muss man da ganz kurz entwirren hier mal. So. Muss ich mir nicht das Genick brechen, wenn ich hier hin und her rutsche. Das wäre uncool. Das wäre extrem uncool. Ja, blöd jetzt, ne? Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Was zur Hölle macht es denn dann überhaupt für einen Sinn, dass ich da runtergehe, wenn ich da jetzt einfach wieder rauskletter? Da gibt es doch bestimmt irgendwas, was ich mitnehmen kann, finden kann, wenn ich mich da unten richtig umschaue, oder... So, vielleicht? Irgendwie in die Richtung? Wahrscheinlich nicht mal. Wahrscheinlich gibt es da gar nichts unten und es ist nur Wunschdenken. Stein. Das ist, ah, nein, halt. Das ist auch ein motherfucking Stein. Stein. Nicht so wirklich. Nicht so wirklich, Leute. Leider keinen Spaß für uns da unten, aber na gut, dann lasst uns wieder hochgehen. Verstehe ich den Sinn nicht so ganz von dieser Kammer, von dem Raum, wie auch immer. Die ist halt da. Okay, wo können wir jetzt weitergehen? Was hat sich geöffnet? Das Auffinden der Kinder. Die Überschwemmung ist beseitigt und ich habe mich durchgesetzt. Der Saboteur ist geschlagen. Mein Herz pocht vor Begeisterung. Und wenn sich mir alles dreht und ich in fiebriger Erwartung erschaudere, wie diese Maschine nun ihren unmittelbar bevorstehende Wiedergeburt spürend um mich herum hämmert. Der letzte Abstieg lockt mich wie Lilly, wie sie einst auf unserem Ehebett lag und mich zum Mann machte. Oh, Lilly. Oh, Lilly. Ich werde an dich denken, Baby. Muss ich da lang? What? Lass einfach mal einen Gartenzaun da an diese Wand machen. Das ist schon eine geile Idee. Okay, das ist nicht die Stelle, an die ich will. Habe ich recht? Bin ich ganz sicher. Ah, genau. Jetzt
kann ich hier runterklettern, wo mich die komischen Blinkschuhgeister verfolgt haben. Da seid ihr wieder, ha? Habt ihr wieder eure fancy Schuhe an? Bingo. Haben wir hier die nächste Dekontaminationszone, wie auch immer man es nennen will. So, und zack. Und komm schon, das reicht. Jetzt aber. Open the door. Sehr schön. Mittlerweile habe ich die Prozedur im Kopf. Ich muss den Hebel weit nach unten ziehen, dann geht's auch schnell wieder hier raus. Okay, was haben wir hier für Bilder? Okay. Irgendwelche Kolben, irgendein Motor. Watts Engine. Bin jetzt nicht so der Motorenprofi. Aber es ist halt. Vielleicht ist eine Beschreibung von dem Motor, den es hier. Oh ja! Weil fick diesen Stuhl, deswegen. Vielleicht ist es eine Beschreibung von dem Motor der Maschine. Oder was ganz anderem. Ich habe keine Ahnung. Lass uns mal weitergehen. Die tanzenden Kinder. Wie besessen durchsucht er die Zeitungen und Zeitschriften nach neuen Erfindungen. Sie sind die Architektur für unser aller Besserung, behauptet er. Edward und Enoch spielen in Unkenntnis dessen weiter. Besserung, ja, das ist ein Wort, das sie nicht kennen. Nee. Oh Mann. Manchmal habe ich schon, bevor ich hier loslesen, Gefühl, dass ich mir denke, oh Gott, was zur Hölle, weil es wieder ein Text ist mit so unglaublich vielen grammatikalisch richtigen, aber komischen Sätzen. Und da bleibe ich dann in den einfachsten Worten einfach mal hängen, denke mir so, Beserung, was zur Höllung, Beserung, ja genau. Dieses Spiel verwirrt mich einfach nur. Oh, schau mal. 15. März 1899. Ich habe mich krank und durchgespitzt auf meinem Bett zusammengerollt. Sie reinigen das Zimmer über mir, aber ich kann nur die Stimmen aus diesem unfassbar liebenswürdigen Stein hören. Er singt mir vor und ich träume von einer großen Maschine. Auf den Ruinen der alten Welt werden wir eine neue bauen. Wir werden Blumen in den verfallenen Brustkorben anpflanzen. Sie werden wachsen und verhindern, dass der Himmel herunterfällt. Ich erinnere mich, wie er mir zuflüsterte, als wir uns krank und würgend hin und her rollten. Und ich erinnere mich, als in Southampton an Land gingen und wie wir beide weinten. Denn es war exakt dieselbe Schändung, von der mir vorgesungen hatte. Okay. Genau das meine ich mit komischer Grammatik. Und dann kamen wir nach London und ich setzte ihn auf einen Kaminsims. Und dann ging ich ins Haus, versammelte die Diener und machte mich daran, sie neu zu gestalten. Und dann ging ich in den Garten und begrub diese winzigen, zerschmetterten Schädel unter den klagenden Büschen und Rhododendren. Okay. AFGL, warst du erfolgreich? Hast du eine Schaufel oder die Hände benutzt? Jetzt werde ich interessiert so langsam. Ich sollte diesen Schacht entlang gehen. Auf jeden Fall soll ich diesen Schacht hinuntersteigen. Das Herz der Maschine. Und als sie das erste Mal Papa sagten, schmolz mir das Herz wie auf dem Boden gefrorenes Blut, das zum Tauen und Herumschwappen in die Sonne gehalten wurde. Und sie waren unzertrennlich, immer zusammen, eine Seele in zwei Körpern, und meine Liebe war allumfassend. Ich würde für euch sterben, flüsterte ich ihnen schlafenden Gesichtern zu. Ich würde sie töten. Um euch zu beschützen, würde ich diese Welt vernichten. Ich habe mich durch dunkle Tunnel gekämpft, große Motoren, die verdorbensten aller Biester. Ich habe meinen Schwur erfüllt und diese Überschwemmung beseitigt. Und nun komme ich euch holen, meine geliebten Jungs. Okay. Er denkt, wie ein Vater denken sollte. Auf jeden Fall schon mal. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt sind wir wirklich im Herz der Maschine angekommen, wie es aussieht. Oh, ich weiß nicht. Geh mal hier rausgucken. Interessant. Aber wir müssen noch tiefer. Holy shit, wer hat das gebaut und wie viel Zeit hattet ihr? Mhm.
Ja, genau das haben wir gerade eben auch gelesen. Bin echt mal gespannt, was letztendlich die Erklärung ist. Okay. Puh. Der heilige Hebel, ne? Der heilige Hebel. Des Glücks oder des Verderbens? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Das werden wir sehen, wenn wir unten ankommen. Alter, ist das groß! Was zur Hölle? Ah, das war's schon. Okay. Oh, dear God. Dear Christ, what is this place? Keine Ahnung, sieht aus wie in Star Wars irgendwie, diese Kuppel da oben. Was zur Hölle? Ist das der Ort, wo Darth Vader gegen Luke Skywalker gekämpft hat und ihm den Arm ab, die Hand abgeschlagen hat? Und er fällt dann darunter und rutscht darunter. Auf jeden Fall, Mann. Auf jeden Fall ist es genau dieser Ort. Ich habe auch kein Lichtschwert dabei, deswegen gehen wir einfach mal da lang. Wird den gleichen Effekt haben. Oh, der Routen-Control-Room. Brennstab, ja, ihr übersetzt mit Brennstab. Nein, nein, Route, Mann. Rod heißt eindeutig Route. And they feel no pain. The process is completely humane. Humane, Professor? That we judge the acceptable level of suffering by the human condition. Ask the beggar, Professor. Phew. Ask the orphan. Ask the whore. Ask the starving, Professor. The weak, the sick, the filthy. Ask them to define your humane. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Wo gehen wir hier hin? Ich habe keine Ahnung. Irgendwo tief nach unten wieder, um vielleicht irgendwie eine Übersicht zu kriegen, was wir genau machen müssen. Verbindung X, höchst entzündlich, höchst ätzend, höchst giftlich. Na wunderbar, da sollten wir Köpfe reinmachen. Wenn das mal nicht eine geile Idee ist. Was ist denn genau der Sinn von der Sache hier? Ich muss... Okay, das sind auf jeden Fall 9 Dinger. Was muss ich mit diesen Infos jetzt machen? Kann man überlegen. Das oben links und die unten links und die Mitte unten ist sozusagen nicht aktiviert. Da ist kein Brennstab drin, wenn ihr so wollt. Bin ich so ganz sicher. Gucken wir einfach mal, ob das uns irgendwas bringt, wenn wir diese Infos hier haben. Oh ja, Bingo. Hier, Bingo, die hier. Da kann ich das nicht rüberschieben. Okay, das geht hier nicht. Oh. What? Was soll war das denn? Hoppla, war ich das? Ein letztes Sabotageakt. Der Bastard ist auch hier gewesen. Dies ist das Epizentrum seiner Machenschaften, wo alles begann und wo es auch enden wird. Ich werde die Quelle dieser Störung suchen und dann werde ich auf diese Sabotage ein für alle Mal wirkungslos machen. Goddammit. Also können wir im Prinzip... nichts anfangen, kann das sein? Ha. Muss ich es nur in der richtigen Reihenfolge machen, oder was ist denn hier das Problem? Die 3 geht nicht. Sofort alle gehen außer die 3. Oder muss die 3 als letztes gemacht werden? Nope, 3 geht nicht. 3 funktioniert nicht, weil... keine Ahnung. 3 ist müde und möchte sich erstmal hinlegen, bevor es hier weitergeht. Oh, 3. Jesus Christ, was machen wir mit dir? Was machen wir mit dir? Wir packen dich in Folie ein und werfen dich irgendwo in den Fluss, würde ich sagen. Das ist das Einzige, was man in so einer Situation machen kann. Oh, eine
Ah, ach so. Lass mal den Mund aufmachen vielleicht, ja? Dann können wir weiterreden. Können wir dir was Langes, Hartes einführen. Und dann schauen wir einfach im Nachhinein, wie der Erfolg war. Oh, shit. Imagine for pigs. Damit sind Perverse gemeint. Nicht im wirklichen Sinne Schweine, glaube ich. Goddammit. War das das Rätselslösung? Ja, das war das Rätselslösung. Yay, Erfolg! Und was machen wir jetzt damit? Keine Ahnung, lass mal nach unten. Wobei, nee, jetzt können wir unten ja eh nicht mehr vorbei, hin oder wie auch immer. Das würde absolut gar keinen Sinn machen. Würde sagen, wir gucken uns beim nächsten Mal an, was das für einen Sinn gemacht hat, was wir hier gerade im Prinzip nach unten gefahren haben. Sind auch in meinem Tagebuch, weiß. Ah, in meinem Tagebuch gibt es noch einen Hinweis: Zündsteuerung. Jetzt muss ich nur noch die Zündsteuerung finden und die Maschine wieder anlassen. Erleichtert schreite ich mit großen Schritten über diese Stege. Ich komme, mein Lieblinge. Ich habe euch schon fast gerettet. So sieht's nämlich aus. Gucken wir mal, dass wir die Zündung finden. Bis dahin. Haut rein.